Der Vortrag wird nur mit Slides und Stimme aufgezeichnet. Wir werden keine Kamera verwenden. Also ihr müsst euch hier keine Gedanken machen, dass ihr durchs Bild lauft oder so. Herzlich willkommen zu den Datenspuren. Diesmal haben wir hier kein Videobild auf Wunsch des Vortragenden, denn ich begrüße jetzt hier neben mir Marco B. Marco B., ich glaube, den Namen habe ich schon mal irgendwo neulich gelesen. Kann vielleicht irgendwie auf einer Nachrichtenwebseite gewesen sein. Da musst du mich gleich mal aufklären. Zum Thema staatliche Überwachung. Viel Spaß. Genau, zu Marco B. kommen wir später. Ja, hallo, ich habe einen Vortrag vorbereitet zum Thema staatliche Überwachung. Das heißt, ich habe ganz viele Beispiele dabei zum Thema ja, Überwachung aus der Praxis. Wir schauen uns an, ja, was passiert, wenn die Polizei Smartphones beschlagnahmt, wie funktioniert so eine Telekommunikationsüberwachung, was kann man technisch mit einer Funkzellenabfrage machen. Vorweg der Disclaimer, der Vortrag richtet sich an Aktivisti. Und ein paar organisatorische Sachen. Wir haben 90 Minuten Zeit und die brauchen wir auch, weil ich viel Input habe. Wir werden in der Mitte so 10 Minuten Pause machen, beziehungsweise habt ihr die Möglichkeit, euch mit den Menschen um euch rum ein bisschen auszutauschen. Die Slides gibt es später online. Ich habe darin Quellen und weiterführende Links. Und Fragen klären wir bitte am Ende. Am besten schreibt ihr sie auf, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass ganz viele Fragen entstehen während des Vortrags. Und damit können wir auch starten. Und zwar möchte ich mit dem Leipziger Kessel starten. Also vor rund einem Jahr gab es im Antifa-Ost-Verfahren die Urteilsverkündung. Lina E. und andere Menschen wurden zu Haftstrafen verurteilt. Es gab in Leipzig daraufhin Tag X, eine Demonstration, die wurde von der Polizei gekesselt. Circa 1000 Menschen, bis zu 11 Stunden lang, teilweise bis 5 Uhr morgens. Und dabei hat die Polizei 400 Handys beschlagnahmt. Und dazu gibt es eine kleine Anfrage von den Linken, die wir uns anschauen wollen. Und zwar wurde die Polizei gefragt, was habt ihr denn so beschlagnahmt und auf welcher Rechtsgrundlage? Und dann sagt die Polizei so, ja, es waren 383 Mobiltelefone, Rechtsgrundlage 9498 StPO. Die schauen wir uns gleich an. Es wurden dann auch noch viele andere Sachen beschlagnahmt. Dann wurde die Polizei gefragt so, ja, was habt ihr denn, also habt ihr die Geräte aufbekommen, wie viele und wie habt ihr denn das gemacht? Und dann sagt die Polizei nur, bei insgesamt 23 Geräten ist dies aufgrund von Sperren bzw. technischen Defekten bislang nicht möglich gewesen. 14. August 2023, sagen sie. Und darüber hinaus wird von einer Beantwortung abgesehen. Jetzt kann man das so lesen, dass sie quasi alles aufbekommen, bis auf die 23 Geräte. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto eher würde ich sagen, dass diese Aussage mich aussah, also dass sie nicht so aussagekräftig ist, weil eben gefragt wurde, wie viele haben sie nicht aufbekommen und man weiß einfach an der Stelle nicht, wie viel haben sie sich angeschaut und wie viel haben sie aufbekommen zu der Zeit. In dem Fall waren das jetzt 2,5 Monate nach dem Tag X. Aus technischer Sicht würde ich sagen, das meiste kriegen sie auf, aber wenn ich mir so anschaue, wie viele Kapazitäten sie dafür brauchen, glaube ich, dass sie das so aus personellen Ressourcengründen nicht schaffen. Wenn ihr bedenkt, wie viel Messenger ihr installiert habt, wie viele Gruppen und wie viele Nachrichten ihr habt, also wenn sie sich das alles anschauen pro Person, ja, dann werden sie ziemlich lange für brauchen. Es gab vor kurzem auch, wurde bekannt, dass die Polizei gerade Briefe verschickt an die Menschen und quasi nach den PINs fragt. Also, ja, sie brauchen irgendwie scheinbar doch Hilfe. Und eine Frage möchte ich hier noch darauf eingehen. Und zwar sagen sie auch, insgesamt stellten 72 Personen die Zugänge zu ihren elektronischen Geräten zur Verfügung. Das heißt, von den
fast 400 Handys, die sie beschlagnahmt haben, haben irgendwie 72 Menschen ihre PIN freiwillig rausgegeben. Und ja, das müsst ihr nicht und das sollt ihr auch nicht tun. Und ihr könnt rechtlich einfach sagen, ich möchte mich nicht selbst belasten. Aber Menschen tun es halt trotzdem, weil sie halt in der Situation unter Stress sind und von der Polizei unter Druck gesetzt werden. Menschen wurden einzeln aus dem Kessel rausgeholt und dann wurden so Sachen gesagt wie, wenn du mir die PIN gibst, dann kriegst du dein Handy schneller wieder. Ja. Hier fehlt eine Slide. Wenn die Polizei euch was wegnimmt, dann bekommt ihr ein Beschlagnahmeprotokoll. Und in dem Fall geht es jetzt hier um eine Sachbeschädigung. Da wurden zwei Eddings beschlagnahmt. Ja, krasser Scheiß. Und worauf ich hier eigentlich nur hinaus möchte, ist der Unterschied zwischen einer Sicherstellung und einer Beschlagnahme. Wenn die Polizei euch was wegnimmt, ist es erstmal eine Sicherstellung. Es sei denn, ihr erhebt ausdrücklich Widerspruch gegen diese Maßnahme. Und wir sehen hier, haben sie halt das Kreuzchen gesetzt bei beschlagnahmt. Aber hier unten haben sie es gesetzt bei, also wurde dagegen Widerspruch erhoben, haben sie erst Nein angekreuzt, dann hat der Mensch sich beschwert und dann wurde hier quasi noch nachträglich Ja angekreuzt. Und hier oben auch bei den Eddings sieht man quasi, dass es erst bei einem S war, Sicherstellung, und dann geändert wurde zu einer Beschlagnahme. Ihr solltet quasi, egal in welchem Kontext, egal was ihr euch abnehmt, solltet ihr immer Widerspruch einlegen. Ihr bekommt diesen Zettel auch, weil ihr solltet ihn ja auch unterschreiben. Und wenn ihr dann nicht mehr wisst, was ihr sagen sollt, könnt ihr das hier unten so ein bisschen als Formulierungshilfe nutzen. Also gegen die Beschlagnahme Widerspruch erheben. Und dann könnt ihr entweder sagen, ihr wollt das nicht unterschreiben oder ihr seid so dreist und macht einfach das Kreuzchen bei Unterschrift verweigert. Und das ist relevant, weil na, Leipziger Kessel, das waren die zwei Gesetze, für die sie quasi als Grundlage genannt haben. Und wenn ich das kurz vorlese, Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen zu Beweiszwecken, Absatz 1, Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein könnten, sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. Das heißt in dem Fall, wenn da jetzt ein Mensch mit einem Baseballschläger verprügelt wird und die beschlagnahmen den, ist das nichts anderes, wie wenn sie jetzt an der Stelle das Handy beschlagnahmen. Das heißt, im Grunde möchte ich hier nur sagen, sie haben keine Rechtsgrundlage, zum Beispiel einen Staatstrojaner drauf zu installieren. Weil die Frage stellt sich halt später mit, das Handy kommt zurück, was machen wir damit? Und Absatz 2, befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme. Also das habe ich gerade gezeigt, ne? Widerspruch erheben und dann passiert nämlich Folgendes. Ah ja. Und zwar muss dann, achso, das kommt hier noch. Und zwar 98, Verfahren bei der Beschlagnahme. Der Beamte, der einen Gegenstand ohne gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll binnen 3 Tage die gerichtliche Bestätigung beantragen, wenn oder der Betroffene gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben hat. Und was dann passiert, ist quasi, es gibt einen richterlichen Schluss zu dieser Beschlagnahme. Und grundsätzlich ein Beschluss, also ist ein Stück Papier, steht oben Beschluss drauf und unten hat das irgendwie eine Richterin unterschrieben und darin wird was entschieden und es wird begründet. Und in dem Fall, in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft gemäß 9498 StPO, das hatten wir eben gerade, die Beschlagnahme folgender Gegenstände bestätigt: Mobiltelefon, Motorola. Das wird hier begründet und der Gegenstand ist für das weitere Verfahren als Beweismittel von Bedeutung. Der oben genannte Gegenstand unterliegt zudem im Falle der Verurteilung der Einziehung. Das heißt, ihr bekommt es gar nicht mehr zurück, wenn ihr in dem Fall verurteilt werdet. Und der Beschuldigte hat gegenüber der Polizei der Beschlagnahme ausdrücklich widersprochen. Und im besten Fall sagt das Gericht, ihr könnt die Sachen wiederbekommen. Ist ja Quatsch, dass das beschlagnahmt wurde.
In der Regel wird das allerdings bestätigt. Ihr könnt dann aber Widerspruch, Beschwerde gegen diesen Beschluss einlegen. Und zum Beispiel, wenn ihr eine Hausdurchsuchung habt und euren Mitbewohnern wird dann auch Technik abgenommen, können die halt Beschwerde einreichen und wenn sie gut argumentieren, sind die Chancen auch nicht schlecht, dass sie ihre Technik wieder bekommen. Okay, und dann sieht das etwa so aus. Also die Polizei darf das Handy untersuchen. Das geht dann in eine andere Abteilung vom LKA. Und das hier in der Mitte ist ein Gerät der Firma Cellebrite. Cellebrite ist quasi Marktführer auf dem Gebiet der mobilforensischen Untersuchung und ist richtig gut darin, diese Handys zu knacken und auszulesen. Cellebrite war auch vor kurzem irgendwie in den Medien, weil das FBI mithilfe von Cellebrite das Handy von einem Trump-Schützen aufbekommen hat und dann ging es auch so darum, was kriegen die denn auf, weil der Schütze wohl ein relativ neues Samsung-Gerät hatte. Cellebrite wird von allen deutschen Polizeibehörden genutzt. Es gibt eine einfache und eine Premium-Variante. Die einfache Variante kann quasi diesen Bericht erstellen, das heißt, da kommt ein PDF raus und da ist alles drauf, was eben auf dem Handy zu finden ist. Und die Premium-Variante kann eben diesen Entsperrcode und die Verschlüsselung umgehen. Und so sieht das dann konkret aus. Also links das Handy, das analysiert werden soll. Wie im Leipziger Kessel, Menschen geben ihre PIN raus, dann haben sie das Handy schon entsperrt. Ist jetzt eigentlich keine Kunst, aber es muss halt dieser PDF, dieser Bericht erzeugt werden. Hier in der Mitte steht irgendwas von Extraction completed successfully und rechts auf dem USB-Stick ist die Lizenz drauf. Ohne Lizenz funktioniert das Tablet nicht. Und ja, so sieht das aus, wenn es vom Laster fällt. Signal hat das mal analysiert. Und ja, dann kommen wir zur Handy-Auswertung. Dunkel. Was ihr dann in der Akte findet, ist ziemlich unterschiedlich. Also obwohl ja die Rechtslage so bundesweit gilt, und auch diese Cellebrite-Software ja auch immer gleich funktioniert. Es ist teilweise unterschiedlich, was ihr in der Akte findet. Also manchmal ist es nur der Auftrag, das Handy mobilforensisch zu untersuchen. Manchmal ist der komplette Cellebrite-Bericht drin. Manchmal steht auch drin, wie sie das Handy aufgemacht haben und auch teilweise der Sperrcode. Und eigentlich immer gibt es dann nochmal einen Bericht von einem Cop, der quasi Verfahren und die Daten auf dem Handy zusammenbringt und quasi sagt, so ist da was Relevantes drauf gewesen. Auch das können wir uns mal kurz anschauen. In dem Fall geht es wieder um das Motorola-Handy. Ich lese das einfach mal kurz vor. Das Mobiltelefon Motorola besitzt eine Gerätesperre in Form eines Musters. Dieses ist nicht bekannt. Eine Entsperrung des Mobiltelefons ist Voraussetzung für die Sicherung der auf dem Mobiltelefon befindlichen Daten. Zwecks Ermittlung des Sperrcodes wurde das Mobiltelefon mit der hier verwendeten Auswerteeinheit UFED Premium verbunden und eine sogenannte UBFU Brute Force Attacke initiiert. Der hieraus resultierende Gerätecode lautet 1458. Daraufhin konnte eine logische Sicherung bla 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 und ausgelesen. BFU Brute Force Attacke erkläre ich gleich. Und Beispiel für so einen Cellebrite-Bericht haben wir hier. Also quasi halt automatisch generiert. Und dann haben wir hier zum Beispiel das Kontakt, also die Kontakte und das ist halt irgendwie so der Telegram-Verlauf. Die spannende Frage ist natürlich jetzt auch, was kriegen Sie denn auf? Und da wurden vor kurzem Dokumente geleakt, Tabellen, in denen ersichtlich ist, was Sie so aufkriegen. Und hier haben wir die Tabelle für die Apple-Geräte. Wir haben in den Zeilen die Geräte, iPhone 5 alt bis ganz unten iPhone 15 neu. In den Spalten haben wir die iOS-Version von sehr alt bis ganz rechts sehr neu. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Varianten, so Handys aufzumachen. Das eine ist halt durch Brute-Force-Angriff, das heißt, die versuchen alle Pins, bis sie den richtigen haben. Da sehen wir so links oben, gibt es viele Felder, BF, BF, BF. So, das kriegen sie mit Brute Force auf. Daraufhin haben dann die Gerätehersteller reagiert und dann so Wartezeiten mit eingebaut.
daraufhin haben sie reagiert und haben dann irgendwie Supersonic Brute Force irgendwie erfunden und keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Aber das konnten sie dann teilweise umgehen. Das sehen wir so in der Mitte oben. Wir sehen aber vor allem auch, dass ab dem iPhone 12 keine Brute Force Angriffe mehr möglich sind. Grundsätzlich gilt natürlich, eine komplexere, längere PIN ist besser als eine einfache PIN und irgendwie ein Passwort ist besser als eine PIN, aber auch ein neueres Gerät hat eben auf Hardware-Ebene Sicherheitsfeatures, die das Gerät halt gegen solche Angriffe besser schützt. Neben den Brute-Force-Angriffen gibt es halt auch die Möglichkeit, Schwachstellen auszunutzen. Da unterscheiden sie zwischen EFU und AFU und das beschreibt quasi den Zustand des Handys, ob das Gerät schon mal entschlüsselt wurde. Das heißt, EFU steht für Before First Unlock und AFU steht für After First Unlock. Wenn ihr das Handy das erste Mal startet und da quasi den PIN eingibt, dann wird halt das Handy, also die Festplatte des Handys, entschlüsselt. Und das hat einen großen Einfluss darauf, was sie aufkriegen. Wenn man rechts unten auf die Tabelle schaut, da sehen wir, dass sie ganz eigentlich alles mit AFU aufkriegen. Das heißt, nur durch das Ausnutzen von Schwachstellen und halt im AFU-Modus, also schon entsperrt, also entschlüsselt, nicht entsperrt. Heißt für uns letztlich, ein ausgeschaltetes Handy ist viel sicherer als ein angeschaltetes Handy. Und Apple ist ziemlich gut darin, seine Geräte mit neuen Updates zu versorgen. Also 90% der Apple-Geräte hat irgendwie iOS 16 oder 17, also ziemlich weit rechts die Spalten. Bei Android sieht es leider ganz anders aus. Wir haben nicht nur ganz viele alte Geräte, sondern wir haben auch ganz alte Software. Und wenn wir uns die Tabelle anschauen für Android, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Da ist quasi so grün, rot und gelb, je nachdem, ob sie es halt aufkriegen oder nicht. Und man kann das im Grunde zusammenfassen mit, ja, bis auf ein paar Ausnahmen wie irgendwie Android 6, keine Ahnung, warum das nicht, kriegen sie gefühlt halt irgendwie alles auf. Und vor allem hier die letzte Zeile, non-Samsung, Qualcomm, including Huawei, LG, Motorola, Xiaomi, Sony, OnePlus und viele mehr. Alles grün, also kriegen sie halt quasi alles auf. Und gerade in so Aktivistikreisen sind halt tendenziell Menschen, die gebrauchte Smartphones haben, die Smartphones nutzen, die halt länger nutzen, das heißt, sie kriegen keine Updates mehr oder halt generell auch sich ein günstigeres Android-Gerät holen als ein teures iPhone. Dasselbe gilt für Aktionstelefone, die sind halt meistens irgendwie alt und ranzig und damit halt auch entsprechend anfällig. Und das heißt für uns letztlich, dass wir uns eigentlich nicht mehr fragen müssen, kriegen sie das auf, sondern wir müssen uns eigentlich fragen, die kriegen das auf und was kriegen sie aber für Daten? Und dann reden wir quasi mehr über so Themen wie Datensparsamkeit, also Signal Disappearing Messages und brauche ich irgendwie das E-Mail-Konto überhaupt auf dem Mobiltelefon oder kann ich das nicht irgendwie weglassen? Es gibt aber eine schöne Ausnahme und zwar ist das GrapheneOS. GrapheneOS ist quasi ein Android mit Fokus auf Sicherheit und Privatsphäre. GrapheneOS ist toll, weil es ist einfach zu installieren, es ist einfach zu verwenden. Ihr merkt keinen Unterschied zwischen dem normalen Android, das ihr sonst kennt. Und ihr habt auch die Wahl zwischen, ihr möchtet es mit Google und ich möchte es ohne Google verwenden. Die einzige Einschränkung, die es gibt, ist, dass es halt nur Google Pixel-Geräte unterstützt. Das heißt, die große Empfehlung ist, kauft euch gebrauchte Google Pixel-Geräte und spielt da GrapheneOS drauf. In der Tabelle sieht man, dass sie halt das zuletzt durch Ausnutzen von Schwachstellen 2022 aufbekommen haben. Also es ist jetzt 2 Jahre her. Die Tabelle ist irgendwie aus Juli, also vor 2-3 Monaten. Die wurde auch von GrapheneOS letztlich geleakt. Ich wollte nochmal 3 Beispiele nennen an Sicherheitsfeatures, was GrapheneOS so anbietet. Zum Beispiel kann man so ein Passwort hinterlegen oder einen PIN. Wenn der eingegeben wird, dann wird das Gerät einfach komplett gelöscht. Also so Leipziger Kessel, Polizei fragt nach dem PIN, ich gebe den PIN und dann ist das Handy gelöscht. Geht technisch, ich weiß nicht, ob es rechtlich okay ist. Dann gibt es, der USB-C-Port funktioniert nur, wenn das Handy entsperrt ist. Das heißt, also Laden funktioniert immer, aber wenn ich jetzt mein Headset anschließe, funktioniert es erst, wenn ich das Handy entsperre. Das heißt, wenn Sie Ihr blödes Celebrite-Tablet anschließen und sagen,
versuche das mal zu knacken, dann geht das halt nicht, weil an der Stelle halt kein USB funktioniert. Außerdem hat Cellebrite einen Timer, der standardmäßig auf 16 Stunden steht. Und das heißt, wenn ihr euer Handy 16 Stunden lang nicht entsperrt, dann startet es automatisch neu. Und damit ist es quasi wieder verschlüsselt. Also die Cops kommen, nehmen euer Handy mit, dann haben sie 16 Stunden Zeit und bis dahin ist es wieder verschlüsselt. Und im tagtäglichen Gebrauch fällt euch das nicht auf, weil ihr es eigentlich regelmäßig entsperrt. Okay, jetzt kommt das Handy zurück. Was mache ich damit? Und die einfache Antwort darauf ist, wipen, verkaufen und neues holen. Das wird von vielen empfohlen. Meiner Meinung nach können die meisten es wiederverwenden, weil Punkt 1 die Rechtsgrundlage fehlt, da einen Staatsrechner drauf zu installieren. Da komme ich später nochmal drauf. Punkt 2 ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob so Pegasus und so auch einen Factory Reset überleben, auch wenn es sich jetzt plump anhört. Also ob Zurücksetzen nicht auch reicht. Genau, mehr dazu möchte ich später sagen. Kommen wir zum Thema Funkzellenabfrage. Und dazu erstmal am Anfang ein paar Basics. Da gibt es so zwei Nummern. Das eine ist die IMEI und die IMSI. Die IMEI gehört zum Gerät, ist quasi eine weltweit eindeutige Nummer, gehört zum Gerät und heißt quasi, es gab hier einen Brandanschlag, es gab da einen Brandanschlag und an beiden Stellen war quasi dieselbe IMEI. Und damit wissen sie quasi, dass dasselbe Gerät an diesen Orten war. Das heißt nicht, dass es dieselbe Person war, aber das heißt erstmal, dass es dasselbe Gerät war. Das wurde ursprünglich, glaube ich, eingeführt, um geklaute Handys sperren zu können. Und das heißt auch nicht, dass die Polizei einfach rausfinden kann, wo wurde das gekauft und wer hat das gekauft. Aber diese Nummer existiert auf jeden Fall. Die IMSI gehört zu einer SIM-Karte, eine SIM-Karte gehört zu einem Vertrag und der Vertrag läuft auf eine Person und ich glaube, seit 2017 müssen alle Menschen ja ihre Identität bestätigen, wenn sie die SIM-Karte aktivieren wollen. Das heißt, eine IMSI führt immer letztlich zu einer Person. Und ja, das Mobilfunknetz besteht aus verschiedenen Funkzellen. Zum Beispiel sieht das so aus auf dem Land. Heißt, ihr bewegt euch, ihr seid immer mit einer Funkzelle verbunden und irgendwann wechselt ihr die Funkzelle. Und letztlich weiß der Provider, zu welcher Zeit ihr, in welcher Funkzelle ihr seid. Und er speichert diese Information auch, weil der tut das einfach aus Abrechnungszwecksgründen. Also ihr habt irgendwie 5 GB im Monat, dann schreibt er sich halt auf, wann habt ihr wie viel Volumen verbraucht. Und dann speichert er eben halt auch die Funkzelle, die IMSI und die IMEI. So sieht das in der Stadt aus. Und OpenCellID.org ist eine OpenStreetMap-Karte mit so Funkzellen, könnt ihr mal gucken. Es gibt auch Apps, da könnt ihr die aktuelle Funkzelle, mit der ihr verbunden seid, dann einsehen und dann könnt ihr da mal auf der Karte gucken, ob ihr das wiederfindet. In den Einstellungen könnt ihr auch eure IMEI sehen. Ihr habt tatsächlich eine IMEI pro SIM-Karten-Slot. Und das kann man jetzt verschieden einsetzen. Und zwar haben wir so eine Funkzelle und der Standort einer Funkzelle ist bekannt und wir haben so IMSI-IMEI. Und jetzt kann ich quasi zum Provider gehen und sagen, so, ich habe hier einen Standort und ich würde gerne mal wissen, welche Personen oder welche Geräte befinden sich da. Das gab es mal in Dresden bei einer Demonstration und dann hat die Polizei quasi Funkzellenabfragen gemacht und guckt, wer ist denn auf dieser Demonstration. Da wurden natürlich ganz viele Menschen irgendwie, sind halt mit reingekommen in diese Daten, weil da halt irgendwie, ne, da werden halt richtig viele Menschen einfach mit aufgenommen. Oder man dreht das rum und sagt, ich habe hier eine Person oder ein Gerät und ich hätte gerne den Standort dafür. Wie man das auch unterscheiden kann, ist nach historischen Daten und zukünftigen Daten. Das heißt, die Polizei kann zum Provider gehen und halt fragen, was habt ihr denn aus der Vergangenheit da für Daten? Oder man geht halt zum Gericht, holt sich einen Gerichtsbeschluss und sagt, ich hätte gerne die zukünftigen Daten, dann, wenn die halt anfallen, muss der Provider das halt der Polizei direkt schicken. Wir haben gerade keine Vorratsdatenspeicherung, das heißt, die Polizei bekommt an der Stelle nur, was der Provider gespeichert hat und die Telekom schreibt zum Beispiel auf ihrer Webseite, dass sie eine Speicherfrist von 80 Tagen hat.
gerade ist die Vorratsdatenspeicherung irgendwie ein bisschen wieder im Gespräch, auch wenn es Quatsch ist, würde bedeuten, dass halt die Provider verpflichtet sind, zum Beispiel diese Daten 6 Monate zu speichern. Malte Spitz hat mal, wir hatten mal eine Vorratsdatenspeicherung und Malte Spitz hat die herausgeklagt bei der Telekom. Und daraus ist diese Karte entstanden und letztlich gibt es quasi ein Bewegungsprofil. Also 6 Monate lang kann man quasi nachvollziehen, wo er sich aufgehalten hat. Das heißt, ja, mit funktionellen Abfragen lässt sich sehr gut der Standort einer Person feststellen. SCPO und Co. Genau, also eine funktionelle Abfrage braucht einen richterlichen Beschluss. Das braucht eine, ist in 100G SCPO geregelt. Das braucht eine schwere Straftat nach 100a SDPO als Vorwurf. Das heißt, für uns Aktivisten ist das halt irgendwie immer die kriminelle Vereinigung, 129er, Bildung oder Unterstützung. Und genau, das gibt denen halt Zugriff auf den Live-Standort. Wenn euer Handy passiv ist, ist es trotzdem mit dem Mobilfunknetz verbunden, weil ihr könnt ja jederzeit angerufen werden. Es gibt eine, technisch gesehen ist es so, dass es eine Location Area gibt und eine Location Area besteht aus vielen Funkzellen. Und wenn das Handy ganz passiv ist, weiß das Mobilfunknetz nur, in welcher Location Area ist, das Handy sich befindet und damit ist die Standortabfrage über die Funkzellenabfrage ziemlich ungenau und deswegen gibt es quasi die stille SMS, also quasi eine Nachricht an das Handy, das antwortet, wird aber nicht angezeigt und durch den Netzwerkverkehr weiß dann aber das Mobilfunknetz wieder genauer, in welcher Funkzelle sich das Handy befindet. In Berlin gab es mal ein Transparenzsystem, da konnten Menschen ihre Handynummer hinterlegen und wurden dann informiert, haben eine SMS bekommen, wenn sie Teil einer Funkzellenabfrage waren. Das wurde jetzt aber aus Kostengründen abgeschafft. Ist in 100E SDPO ganz klar geregelt, dass Menschen, die überwacht werden, informiert werden müssen und damit verstößen sie ganz klar gegen das Gesetz. Was kann ich tun? Ich kann mein Handy zu Hause lassen, ich kann das ausmachen, ich kann den Flugmodus aktivieren oder ich kann auch eine registrierte SIM-Karte nutzen. Es gibt noch Läden, da gibt es schon registrierte SIM-Karten. Es gibt die Möglichkeit, EU-Roaming zu nutzen, also so wie ihr quasi mit eurem deutschen Tarif auch ins EU-Ausland gehen könnt und da einfach das weiter nutzen könnt. Könnt ihr auch quasi in ein anderes Land gehen, euch da eine SIM-Karte holen und die hier in Deutschland nutzen. Und es gibt eben noch Länder in der EU, wo ihr eure SIM-Karte nicht, wo ihr nicht ausweisen müsst, wenn ihr die aktiviert. Gibt auch Karten im Internet, wo steht, welche Länder da zugehören. E-SIMs sind relativ neu, das heißt, wir kennen SIM-Karten, also Kärtchen, die man ins Handy schiebt. E-SIMs sind so ein bisschen die Zukunft. Das heißt, das sind virtuelle SIM-Karten. Das muss das Handy unterstützen. Die Pixel-Geräte unterstützen das. Und letztlich scannt ihr nur einen QR-Code und schon habt ihr Zugriff auf das Mobilfunknetz. Und wenn ihr da googelt, eSIM, anonym, SIM-Karte und Bitcoin und dann gibt es tatsächlich shady Webseiten. Also es ist gar nicht so shady. Es ist irgendwie nicht so schwer auf jeden Fall. Menschen haben das getestet. Browser auf, Bitcoin überwiesen und dann bekommt ihr letztlich Zugangsdaten, die könnt ihr scannen und so könnt ihr quasi auch anonym Mobilfunknetz nutzen. Bitcoin ist scheiße, Repression halt leider auch, das muss Mensch dann für sich entscheiden. Die Polizei hat ein bisschen aufgerüstet auf der anderen Seite mit IMSI-Catchern, unten ist so ein Bild, im Grunde ist es halt ein PC mit einer Antenne. Ja, es ist halt eine mobile Funkzelle, das heißt, die sind bei euch in der Nähe, das Handy verbindet sich mit dem Gerät, das die stärkste Signalstärke hat und man kann das auch nutzen, um Telefongespräche abzuhören, ist aber irgendwie, brauchen sie gar nicht, das machen sie irgendwie anders. Es geht primär bei der Polizei darum, um neue Geräte oder SIM-Karten zu nutzen, damit sie die dann halt auch überwachen können. Und ist auf jeden Fall auch eine Standardmaßnahme heutzutage beim 129er. Also wurde sowohl bei der letzten Generation als auch im Anti-Verost-Verfahren eingesetzt. Und die Zusammenfassung ist, ich kann, wenn ich auf eine Demo gehe oder eine Aktion gehe, dann kann ich irgendwie das
Handy nicht mitnehmen oder ich kann das ausmachen, ich kann es in Flugmodus setzen, aber irgendwie für den Alltag ist das halt nichts. Und für den Alltag ist vielleicht eher so eine anonyme SIM-Karte eine Lösung. Wenn ihr die SIM-Karte aber wechselt, müsst ihr bedenken, dass beim Provider halt dieser Datensatz noch existiert mit Gerät alte SIM-Karte und Gerät neue SIM-Karte. Also theoretisch kann man da halt ein Mapping machen auf die Person, aber letztlich werden diese Daten halt irgendwann gelöscht und daran sollte Mensch halt denken. Wenn ihr mehrere SIM-Karten-Slots habt, könnt ihr einfach einen SIM-Karten-Slot nutzen, den ihr bislang nicht genutzt habt. Ja, und wenn ihr vielleicht eine schwere Straftat an der Backe habt und die Polizei vielleicht IMSI-Catcher einsetzt, dann ist es schwierig und müsste man sich nochmal überlegen. Und damit würde ich gerne eine kurze Pause machen, so 10 Minuten. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, euch kurz mit den Menschen um euch herum auszutauschen. Also, was habt ihr gelernt? Was sind eure Erfahrungen? Und dann machen wir weiter. Ja. Nutzt bitte auch gerne die Gelegenheit, auf den Stühlen Platz zu nehmen, damit die Fluchtwege frei bleiben, ne?
Wollen wir weitermachen? Wollen wir weitermachen, Wok? Okay, ich bin wieder da. Ich habe gesehen, wir liegen gut in der Zeit, deswegen bin ich entspannt. Okay, weiter geht's. Und zwar würde ich gerne weitermachen mit der Telekommunikationsüberwachung, abgekürzt TKÜ. Wenn Menschen in unserem Umfeld überwacht werden, wie es im Antivirus-Verfahren war oder wie es bei der letzten Generation war, dann spricht man da von einer Telekommunikationsüberwachung, abgekürzt TKÜ. Das gibt ihnen rechtlich die Möglichkeit, laufende Telekommunikation zu überwachen. Laufend heißt nicht historische Kommunikation und Telekommunikation bedeutet quasi Kommunikation, bei der man halt technische Hilfsmittel braucht. Und was das letztlich bedeutet, ist, sie bekommen Zugriff auf Telefongespräche, SMS, Mailbox, Zugriff auf neue E-Mails, Aufzeichnung, Auswertung des Internetverkehrs und die Funkzellenabfrage ist nicht Teil der TKÜ, wird aber meistens zusammen beantragt. Und das Wichtigste dabei ist, dass die Polizei dabei keinen Staatsdrang oder so auf dem Gerät hat, sondern im Grunde fragt sie den Provider nach den Daten. Das heißt, bei den Telefongesprächen ist es so, dass die Polizei quasi sowas wie ein MP3 der Telefonate bekommt. Dann hören die sich das an und schreiben dann wirklich für jedes Telefongespräch ein Protokoll und fassen es zusammen, klassifizieren das teilweise mit Zitaten. Und das heißt für uns letztlich ganz einfach, wir können einfach Signal nutzen, wir nutzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dann können wir uns davor sehr gut schützen. In der Vergangenheit war das die Methode, mit der sie halt an ganz viele Informationen gekommen sind, aber davor können wir uns halt sehr gut schützen. Es gibt Bereiche, die sie nicht überwachen dürfen, wie Kernbereich privater Lebensgestaltung oder Gespräche mit Presse oder mit den Anwältis. Die Sachen bekommen sie natürlich, aber die müssen halt dann gelöscht werden. Bei den E-Mails ist es auch so, dass sie nicht auf historische Daten zugreifen können, sondern wenn da quasi eine Mail an den Mail-Server geht oder kommt, dann geht quasi eine Kopie an die Polizei. Wie haben wir uns zu verhalten? Wir nutzen am besten kein E-Mail, sondern halt Signal.
Wenn wir E-Mail nutzen, dann können wir versuchen, PGP-Verschlüsselung zu nutzen. Ist mittlerweile eigentlich relativ einfach zu verwenden. Und was auch funktioniert, ist halt quasi so aktivistisch-freundliche Provider zu nutzen, wie Systemly oder RiseUp, weil die Polizei ja zu den Providern geht und da nach den Daten fragt. Und wenn die nicht kooperieren, dann kriegen sie keine Daten. Was sie auch dürfen, ist halt, dass sie kriegen halt eine Kopie des Internet-Traffics. Und das sind richtig viele Daten. Und meiner Meinung nach bringt das ihnen letztlich aber sehr wenig, weil das Internet halt irgendwie Transportverschlüsselung funktioniert, weit nutzt und funktioniert. Und wenn Menschen halt auf Indymedia gehen, dann sieht die Polizei halt letztlich nur das Indymedia, also die Domain. Und sie sehen nicht, auf welche Seite waren die Menschen, sie sehen nicht, wurde da was hochgeladen. Das lässt sich natürlich zeitlich korrelieren, wenn da ein Artikel hochgeladen wurde und zu dem Zeitpunkt war der Mensch halt irgendwie auf Indymedia unterwegs. Das ist ja letztlich nur ein Indiz. Das heißt, an der Stelle auch wieder sehr viele Daten, aber gar nicht so ein großer Nutzen für die Polizei. Wenn wir einen anonymen VPN nutzen, wie zum Beispiel das RiseUp VPN, dann können wir uns da komplett vorschützen. Dann sieht die Polizei nämlich nur verschlüsselten VPN-Traffic. RiseUp VPN gibt es für Android, Windows, Mac und Linux. Und das einzige Problem ist eigentlich auf Android, glaube ich, nur, dass ein bisschen an der Batterie halt auch mitzieht, wenn man das da merkt. Das Ganze, also TKÜ, braucht auch einen richterlichen Beschluss, braucht einen, müsste eigentlich jetzt auch kommen, ja. Und zwar, die Telekommunikationsüberwachung ist in 100a StPO geregelt und hier steht, also vor allem, was wichtig ist, ist, dass halt eine schwere Straftat begangen wurde und diese schweren Straftaten sind hier genau definiert. Also wir haben hier Mord und Totschlag, wir haben aber auch Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach 127, bla bla bla, 129 bis 130, also da ist eben 129 Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung mit dabei. Da ist aber auch, da sind aber auch Sachen wie Raub mit dabei. Das heißt, wenn ihr der Oma die Handtasche klaut, ist das kein Diebstahl mehr, sondern ist das Raub. Und dann dürfen sie halt schon an der Stelle die TKÜ einsetzen. Ja, gibt hier noch irgendwie Betäubungsmittelgesetz und Völkerrecht und alles Mögliche noch. Sie sagen, dass technisch sicherzustellen ist, dass nur laufende Telekommunikation überwacht werden darf, dass sich die Anordnung nur gegen den Beschuldigten richten darf. Ja, und in 100e, also nicht 100a, sind andere Sachen geregelt, zum Beispiel, dass Menschen informiert werden müssen, spätestens 12 Monate nach der Überwachung. Also auch die Menschen, die mit überwacht wurden, auch wenn sie gar nicht aktiv und bewusst überwacht wurden. Also ich werde überwacht und ich telefoniere mit einer Person, da wird die Person ja auch mit überwacht und die muss auch informiert werden. Genau, und diese Maßnahmen sind auch immer limitiert auf 3 Monate und dann kann das wieder verlängert werden. Ups. Ruhig kurz. Mein Rechner macht komische Sachen. Ah ja. Genau, das Justizministerium veröffentlicht Statistiken dazu jedes Jahr, wie oft sie diese Maßnahme einsetzt. Und wir wollen uns die Statistik anschauen, Telekommunikationsüberwachung 2022. Vielleicht nehmen wir auch die Offline-Variante.
Da sehen wir, dass es 2022 in 5000 Verfahren 13.000 Erstanordnungen gab und 2500 Verlängerungsanordnungen. Also in 2500 Fällen wurden dann Menschen länger überwacht. Und wir sehen, mit 3000 Fällen ist Bayern hier weit voraus. Das zweite Bundesland ist Hessen mit 1600 Anordnungen. Weiter unten wird es dann nochmal aufgedröselt nach den einzelnen Straftaten. Wir haben hier mit den 129er in D mit drin, das sind so 1000 Fälle. Wir haben Mord und Totschlag mit 1800 Fällen. Aber der Großteil der Überwachungen betrifft das Betäubungsmittelgesetz. Da haben wir 6000 Anordnungen in dem Bereich. Und Frag den Staat hat Gerichtsbeschlüsse veröffentlicht von der letzten Generation. Und die wollen wir uns mal anschauen. Und zwar wurde ja das Pressetelefon veröffentlicht, überwacht. Und ja, wir sehen am 13.10. ist ein Beschluss nach 100a, das TKÜ 100e ist, wie hat das abzufolgen, also dass Menschen informiert werden müssen. 100g, die Funkzellenabfrage wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft gemäß ohne vorherige Anhörung für Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone betreffend dieses Anschlusses hier, also hier die Telefonnummer, die Überwachung und Aufzeichnung des Telekommunikationsverkehrs, Herausgabe der Ereignisdaten, insbesondere der Standortangabe in Mobilfunknetzen, Mitteilung neuer SIM-Kartennummern, soweit es sich um Mobilfunkgeräte handelt, Ausleitung von E-Mails in Echtzeit, ist maximal zum 12.01. angeordnet. Das heißt, der ist vom 13.10. und das gilt bis zum 12.01. Das heißt, die Polizei hat an der Stelle 3 Monate Zeit, diese Menschen zu überwachen, hat das Recht, zu den Providern zu gehen mit diesem Schreiben und zu sagen, so, ich hätte gerne diese Daten. Das steht auch hier nochmal, dass eben die jeweils Verpflichteten halt irgendwie das ermöglichen müssen und diese Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Aus technischer Sicht finde ich das ein bisschen Quatsch, was hier steht, weil hier steht zum Beispiel Ausleitung von E-Mails in Echtzeit und da oben steht aber gar keine E-Mail-Adresse. Genauso auch, dass sie ja von hier Standortangabe Mobilfunknetzen und oben ist der Paragraph von der Funkzellenabfrage mit angegeben, aber hier steht ja gar keine Telefonnummer. Also es ist eine Telefonnummer, weil es halt ein Festnetz und keine Mobilfunknummer. Also an der Stelle auch ein bisschen Quatsch. Die Benachrichtigung der Beteiligten der betroffenen Telekommunikation wird zunächst bis zum 12.10.2023 zurückgestellt. Das heißt, ein Jahr später werden die Menschen informiert, dass sie überwacht wurden. Ist in dem Fall auch passiert und die Presse hat sich aufgeregt und es gibt gerade Klagen, weil sie das halt eigentlich nicht dürfen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und einen, also könnt euch das alles ja nicht selbst durchlesen. Ich wollte noch einen Satz zitieren. Die Vereinigung Letzte Generation verhält sich sehr konspirativ, es sollen Strukturen erhellt werden. Und das ist ja auch die allgemeine Kritik an dem 129er-Verfahren, dass es sehr schwammig formuliert ist, dass es einfach zu verwenden ist und dass die Polizei es halt nutzt, um Linksstrukturen hier auszuspionieren. Hier steht, dass die Anordnung nur die beschuldigten Personen betrifft. Das heißt, dürfen jetzt nicht bewusst dritte Menschen überwacht werden. Genau, und eben wieder unterschrieben von einem Richter. Genau, also rechtlich hat die Polizei das Recht, die laufende Telekommunikation zu überwachen. Irgendwann haben Menschen angefangen, Skype zu verwenden. Heute verwenden sie Signal und das hatte zur Folge, dass die Polizei gesagt hat, wir dürfen eigentlich rechtlich auf diese Sachen zugreifen, aber technisch kriegen wir es nicht mehr hin. Und deswegen wurde dann quasi der Staatstrojaner eingeführt. Formal, juristisch ist das einerseits die Quellen-TKÜ, andererseits die Online-Durchsuchung.
Die Quellen-TKÜ ist ebenfalls wie die normale TKÜ in 100a StPO geregelt, beschränkt sich halt eben auf die laufende Telekommunikation. Das heißt, sie müssen halt das Handy infiltrieren, sie brauchen halt eine Software, die entsprechende Rechte hat, um Signalnachrichten zu entschlüsseln oder bevor sie verschlüsselt werden, die abzugreifen und sie der Polizei zu schicken. Und die Online-Durchsuchung ist in 100b StPO geregelt. Da ist eine besonders schwere Straftat als Voraussetzung notwendig, aber der 129er ist ja auch mit drin, das heißt, wird uns genauso betreffen. Und das ist letztlich wie eine Hausdurchsuchung nur auf dem Handy. Alles, was Sie auf dem Handy finden, dürfen Sie halt nutzen. Also auch irgendwie den Browserverlauf, alle Fotos und auch vergangene Chatverläufe. In Deutschland ist sehr wenig bekannt zum Thema Staatstrojaner-Einsatz. Mir persönlich fallen nur zwei Fälle ein. Da ist so der OZOPF-Trojaner aus 2011, den der CCC aufgedeckt und analysiert hat. Und tatsächlich dann letztens in der Tagesschau, dass Prinz Reuß, also dieser Reichsbürger, der wurde mit Pegasus überwacht. Das heißt, sie waren auf seinem Handy drauf und noch innerhalb des ersten Monats kam es dann zu den Hausdurchsuchungen und dann wurde er in U-Haft genommen. Also gegen die Menschen wurde das eingesetzt. In dem Fall war das auch 129er, war aber, glaube ich, terroristische Vereinigung. Wird das gegen Aktivisten eingesetzt? Wenn wir uns die Akte so von LG anschauen, dann sieht es nicht danach aus, dass sie Staatstrojaner eingesetzt haben. Im so Antifa-Kontext ist bislang nichts bekannt. Also ich gehe davon aus, dass es nicht danach ausschaut, als hätten sie das eingesetzt. Oder sie verschweigen das halt in der Akte. Grundsätzlich nutzen sie da halt Industriesoftware. Das heißt, sie kaufen das halt bei der NSO Group ein. Den Pegasus-Staatstrojaner nutzen wir. Der ist sehr teuer. Der wird pro Einsatzzweck halt lizenziert. Und der ist halt angeblich angepasst, damit der auch nur das tut, was er soll. Im Falle der Quellen-TKÜ halt eben nur laufende Telekommunikation, was halt schon eine krasse Einschränkung ist. Es gibt auch dazu eine Statistik. Und zwar, wie schon erwähnt, die Quellen-TKÜ ist auch in 100a StPO drin, wo die normale TKÜ drin ist, was ein bisschen Quatsch ist. Und wie schon gesagt, also 5.000 Verfahren, wir haben 13.000 Erstanordnungen, 2.500 Verlängerungsanordnungen und hier unten sehen wir Anzahl der Eingriffe in einem vom Betroffenen genutzten informationstechnischen System. Und wir sehen hier im Jahr 94 Anordnungen. Und hier haben sie sogar eine Zeile, wo sie sagen, tatsächlich durchgeführt 49. Also Staatstrojaner-Einsatz 2022, im ganzen Jahr 94 Fälle. Und technisch hinbekommen haben sie es in 49 Fällen. Also deutlich weniger als die klassische TKÜ. Und in dem Fall sehen wir, dass Nordrhein-Westfalen irgendwie hier führt mit 30, also ein Drittel Anordnung. Wenn wir uns dasselbe anschauen für die Online-Durchsuchung, also quasi Hausdurchsuchung auf dem Gerät, dann sind wir hier in 6 Verfahren bei 14 Anordnungen und einer Verlängerungsanordnung. Und von denen haben 4 tatsächlich geklappt. Also die Zahl geht an der Stelle quasi gegen 0 und es ist schön zu lesen, dass sie es so selten einsetzen. Was kann ich dagegen tun? Im Grunde gelten da so die Standard-OPSEC-Regeln. Also ich empfehle ein GrapheneOS-Handy, nicht auf irgendwelche Links zu klicken von Menschen, die euch Nachrichten schicken, die ihr nicht kennt oder irgendwie komische Sachen grundsätzlich, die euch komisch vorkommen oder auch vorhin halt auch nichts runterladen und ausführen. Die bremische Regierung wurde mal gefragt, so, welche Umstände hindern die bremischen Strafverfolgungsbehörden daran, Maßnahmen der Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung häufiger als bisher einzusetzen? Und dann sagen sie, aus Sicht der Staatsanwaltschaft stehen einem vermehrten Einsatz der Ermittlungsmaßnahmen der Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung die hohen technischen Hürden und die Schwierigkeiten bei der zulässigen Anbringung der Überwachungstechnik entgegen.
Aus diesem Grund werden entsprechend der Maßnahmen unabhängig von den Anordnungsvoraussetzungen von den Ermittlungsbehörden schon aus den tatsächlichen Gründen nur in Ausnahmefällen in Erwägung gezogen. Also sie tun es sehr selten, weil sie einfach große technische Probleme haben, das umzusetzen. Genau. Ich möchte kurz über das Thema, lasst uns erstmal die Handys weglegen, reden. Das gibt es ganz oft in so Kontexten, so linken Kontexten. Das habe ich gerade schon gesagt, also es braucht halt nicht nur eine TKÜ, sondern eine Quellen-TKÜ, damit sie überhaupt einen Staatsräner auf dem Handy haben. Das gibt es so vielleicht 100 Mal im Jahr, also es ist schon sehr selten, dass Menschen das betrifft. Und gleichzeitig laufende Telekommunikation heißt halt quasi nicht einfach Mikrofon oder Kamera anmachen. Und jetzt kommen wir wieder zu Marco B., Marco Buschmann und der Staatsräner. Eine kurze Geschichte dazu. Und zwar hat die Große Koalition hat damals den Staatstrainer eingeführt und Marco Buschmann und die FDP waren dagegen. Marco Buschmann hat 2 Verfassungsbeschwerden eingereicht, über die bis heute noch nicht entschieden wurde. Und mittlerweile ist Marco Buschmann halt selbst Justizminister und muss diesen Scheiß halt verantworten. Und die Ampel hat im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie den ein bisschen entschärfen wollen, den Staatstrainer-Einsatz, die Hürden ein bisschen höher legen wollen. Zum Beispiel, dass halt die Kammer eines Landgerichts entscheiden muss und nicht ein einzelner Ermittlungsrichter. Oder dass Verlängerungsanordnungen maximal 1 Monat gehen. Außerdem soll die Quellen-TKÜ von 100a mit in 100b überführt werden. Das heißt, da gibt es nochmal höhere Anforderungen, dass wir halt quasi die besonders schwere Straftat brauchen. Und es gab jetzt vor einem Jahr einen Gesetzesvorschlag aus dem Justizministerium, der noch nicht verabschiedet wurde. Und da wurde es nochmal klargestellt eigentlich. Und ich zitiere einfach mal aus dem Netzpolitik-Artikel. Eine Online-Durchsuchung darf alle gespeicherten Inhalte überwachen, wie eine Wohnungsdurchsuchung. Sie gestattet aber keine Live-Überwachung. Laut Justizministerium dürfte das auch nach derzeitiger Rechtslage unzulässig sein. Das Gesetz will das nun klarstellen und Zweifel ausschließen. In Zukunft soll die Online-Durchsuchung nicht mehr heimlich Kamera und Mikrofon anschalten dürfen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es noch auch zusätzliche andere Überwachung gibt. Also zum Beispiel die längerfristige Observation, dass euch Cops hinterherlaufen. Und grundsätzlich können sie halt auch Mikrofone, Kameras oder GPS-Tracker einsetzen. Und auf was ich da aufmerksam machen möchte, ist das Projekt NoTrace.how. Let's see. genau. Hier gibt es Ears and Eyes. Das ist ein internationales Projekt und wir können hier mal auf Deutschland gehen. Und ich möchte mal ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel haben hier so ein E-Scooter, also ich weiß nicht, ob es E-Scooter ist, aber es sieht aus wie so ein Roller. Und der wurde quasi aufgeschnitten und dann wurde da so ein Apple AirTag reingelegt, um quasi den Standort dieses Fahrzeugs zu tracken. Wir haben hier an der Unterseite eines Autos einen GPS-Tracker, der da quasi wahrscheinlich magnetisch oder so befestigt wurde. Und wir haben zum Beispiel auch ein Mikrofon in einer Kopfstütze. Und ja, das geht so weit, dass sie auch sich an die Freisprecheinrichtung des Autos hängen oder genauso auch an den Strom des Autos, also schon auch ziemlich professionell. Und das ist auf jeden Fall was sie auch auf dem Schirm haben sollten. Wenn wir uns das Antifa-Ost-Verfahren anschauen, gab es letztens einen Blogpost zu dem Thema, was wurde denn da eigentlich eingesetzt seitens der Polizei. Ich würde es kurz vorlesen. Kameraaufstellung vor oder im das Haus des Betroffenen, längerfristige Observationen von Mai bis Juli 2023, Einsetzen technischer Mittel zur Ermittlung des Standortes, stille SMS, Telekommunikationsüberwachung und Erhebung von Verkehrsdaten, Einsetzen technischer Mittel im IMSI-Catcher zur Ermittlung unbekannter Telekommunikationsanschlüsse. Dass das Mobiltelefon des Beschuldigten zwischenzeitlich beschlagnahmt wurde, wurde der Einsatz mehrfach durchgeführt.
Dabei kam ein mobiler IMSI-Catcher zum Einsatz, mit dem der Beschuldigte über Bundesländergrenzen hinweg verfolgt wurde. Okay, nächstes Thema. Ich möchte noch kurz zum Thema Hausdurchsuchung was sagen. Und zunächst mal, die unterscheiden sich ziemlich zwischen Kontext, muss man sagen. Also im Fall der letzten Generation kann man schon sagen, dass die relativ human und respektvoll abgelaufen sind. Während zum Beispiel so im Budapest-Komplex war es halt so, dass das SEK halt einfach das Haus gestürmt hat und Menschen traumatisiert hat. Und sie wussten auch eigentlich, dass die Menschen nicht zu Hause waren. Also es war irgendwie richtig krass. Und ich will eigentlich nur noch mal auf ein paar technische Aspekte darauf eingehen. Wenn die Cops reinkommen und dann gehen sie erstmal in alle Zimmer und sichern das quasi. Und dann kommt es vor, dass quasi jemand durch die Wohnung geht und erstmal alle Handys einsammelt und packt das dann in so einen Beutel. Und da ist eine Powerbank drin, weil angeschaltetes Handy kriegen sie ja leichter auf. Gleichzeitig geht durch diesen Beutel gehen keine Funksignale durch. Das heißt, man kann aus der Ferne das Handy nicht mehr löschen. Und dann ist halt das Problem, ihr wollt euer Anwälte kontaktieren, habt aber kein Telefon mehr. Und dann könnt ihr schon der Polizei sagen, dass ihr eben mit eurem Anwälte telefonieren wollt. Und das hat auch funktioniert. Das heißt, die wählen dann die Nummer und geben euch dann das Telefon. Das geht aber nicht mit dem RA. Also wenn ihr mit dem Ermittlungsausschuss telefonieren wollt, dann sagen die halt, nö, das ist kein Anwalt, dann dürft ihr damit nicht telefonieren. Wenn die Durchsuchung losgeht, nehmen sie alles an elektronischen Geräten mit, was sie finden, wenn sie euch gehören. Also Geräte von euren Mitbewohnern dürfen sie halt nicht mitnehmen. Tun sie halt manchmal trotzdem und deswegen müssen die halt schon ein bisschen rebellieren, damit sie ihre Sachen behalten dürfen. Und da sind ganz verschiedene Sachen passiert. Also zum Beispiel, da hat ein Mensch sein Handy entsperrt und dann hieß es, ah ja, okay, das deins kannst du behalten. Da wurde irgendwie der Windows-Rechner aufgeklappt und dann war es so, ach ja, Benutzerkonto Hans und dann, ach ja, das ist das von Hans. Aber auch teilweise saß dann irgendwie Mensch und Cop nebeneinander vor dem Rechner und die haben dann alles durchgeklickt und geguckt, ist da was drauf? Ja, also ganz verschiedene Sachen und es ist letztlich eine Abwägungssache aus, wollt ihr eure Geräte behalten oder wollt ihr eure Daten behalten? Und man muss sich da vorher halt drüber Gedanken machen, weil in der Situation ist es halt super stressig und ihr werdet keine gute Entscheidung treffen. Und es gab halt auch den Fall, dass dann irgendwie eine Festplatte entschlüsselt wurde, die wurde vor Ort gespiegelt und dann hat die Polizei die Daten gehabt, aber der Mensch konnte halt die Festplatte behalten. Also muss man halt vorher sich Gedanken machen. Teil der Lösung sind Backups, also nicht normale Backups, sondern auch Backups an Orte, die halt nicht zu Hause sind, also zum Beispiel halt auch Richtung Internet, dann halt bitte verschlüsselt oder eine externe Festplatte besorgen, die verschlüsseln, Backups da drauf spielen und dann sucht euch einen Plattenbuddy, also einen Mensch, der bei euch in der Nähe wohnt und dann tauscht regelmäßig einfach die Festplatten aus. Am besten auch Signal, wenn ihr das am Laptop nutzt, mit Backuppen, weil ihr danach ohne Geräte erstmal so dasteht und ihr könnt einfach dieses Signal dann weiterverwenden, unabhängig von SIM-Karte, von Handy. Ihr müsst einfach nur ein anderes Gerät haben, wie ein Laptop. Und dann könnt ihr euer Signal weiterverwenden und das ist sehr hilfreich. Grundsätzlich noch zu dem Thema, wenn es klopft. Also wenn es klopft, habt ihr eigentlich Glück. Ansonsten rennen sie euch die Tür ein. Also das heißt, dann hängt ihr aufmachen, Polizei. Und an der Stelle habt ihr wirklich nicht mehr lange Zeit und viel Spiel. Also die sind dann auch schon mit Gerätschaften unterwegs, um die Tür aufzubrechen. In der Theorie wollt ihr halt Mitbewohner informieren, weil wenn die da stehen, wollt ihr auch, dass sie euch informieren. Und dann am besten alle Geräte halt ausschalten. Bonuspunkte gibt es für, mit welchen 5 Klicks kriege ich das Handy schnell zurückgesetzt. Ist halt schwer in der Praxis. Bei LG ist es vorgekommen, also bei der ersten Razzia war es so, Menschen waren nicht zu Hause und dann haben sie gemerkt, LG-Menschen sind nicht zu Hause, eigentlich wollen wir nur die elektronischen Geräte. Und bei der zweiten Razzia haben sie dann quasi eine funktionelle Abfrage gemacht und geguckt, sind die Menschen zu Hause? Also generell so ist die betroffene Person zu Hause, aber in einem Fall
war es auch so, dass ein Mensch zwei Haustiersuchungen hatte, aber nicht an dem Ort, wo der Mensch gemeldet war. Und das heißt, ihr könnt euch auch nicht sicher sein, nur weil ihr nicht zu Hause seid, dass ihr dann auch keine Haustiersuchung habt. An der Stelle aber nochmal darauf hingewiesen, dass eine Funktionabfrage eben eine schwere Straftat als Vorbedingung braucht, was halt in unserem Fall der Fall war. Genau. Dann möchte ich kurz über Datenschmutzanfragen sprechen. Und zwar habt ihr das Recht, bei der Polizei anzufragen, was habt ihr denn so bei mich gespeichert? Rechtsgrundlage ist da die DSVGO, die Datenschutzgrundverordnung. Und ich habe ein paar Beispiele dabei. So, das kann sein, dass ihr dann einen Brief bekommt vom Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und da steht da drin, dass wir zu der Person irgendwie keine Dateien oder Akten gespeichert haben. Kann aber auch irgendwie anders kommen, dass ihr irgendwie ein Schreiben von Europol bekommt. Und da steht dann halt irgendwie drin, Offenses, Suspicion of Terrorism. Also verdächtigt des Terrorismus. Und als Begründung steht hier nur irgendwie Linked Organization, letzte Generation. Ja, cool. Und hier Recipients, also Europol und Member States. Also in ganz Europa seid ihr dann einfach Terrorist. Was schon ziemlich krass ist. Deswegen die Empfehlung, da mal anzufragen, was wissen die dann so bei euch? Wenn ihr so beim LKA anfragt, also der klassischen Länderpolizei, dann bekommt ihr so den Stand über eure Verfahren, die ihr da habt. Ist manchmal ganz praktisch, wenn ihr dann irgendwie ein Aktenzeichen seht, dann, das ihr vorher noch nicht hattet, dann könnt ihr dann nämlich Akten einzig beantragen. Oder manchmal werden auch Verfahren eingestellt, ohne dass euch das mitgeteilt wurde. Und dann seht ihr das da auch. Wenn ihr eine ED-Behandlung habt, erkennungsdienstliche Behandlung, dann stehen da auch die Sachen drin, die sie aufgenommen haben. Beim BKA anzufragen, macht auch Sinn, weil die machen dann erstmal so eine Einstufung. Also in dem Fall sind viele Menschen PMK links, politisch motivierte Kriminalität, das ist so die Einstufung. Und da werden halt quasi alle politischen Verfahren aufgelistet. Cecil hat mal eine unvollständige Auskunft bekommen. Da stand auch so drin, unvollständig nach Paragraph, bla bla bla. Und dann hat Cecil geklagt und erfahren, dass Cecil als relevante Person da geführt wurde und hat dann auch herausgefunden, was das bedeutet. Also auch den Fall gibt's. Spannende Frage ist natürlich jetzt noch, wie stelle ich eine Datenschmutzanfrage? Und dazu könnt ihr einfach auf datenschmutz.de gehen. Eine Webseite. Hier unten seht ihr als Kontakt irgendwas mit rotehilfe.de, das heißt, das ist scheinbar von der Roten Hilfe irgendwie. Und hier gibt es einerseits Informationen, es gibt aber auch den Auskunftsgenerator. Das heißt, ihr könnt hier eure Personalien angeben und hier unten quasi angeben, wen wollt ihr denn anfragen. Also zum Beispiel Interpol und dann könnt ihr auf Generieren klicken und dann bekommt ihr ein PDF. Und das könnt ihr, also hier stehen dann die Sachen, die ihr eben ausgefüllt habt. Und das gilt es eben auszudrucken, zu unterschreiben. Und dann braucht es noch eine Kopie des Ausweises. Das könnt ihr teilweise schwärzen. Moderne Menschen können das auch faxen. Genau. Gut, ich möchte eine Zusammenfassung geben und so ein bisschen nochmal eine Einordnung. Wir haben so die drei Maßnahmen. Es werden Telefone beschlagnahmt, wir haben die TKÜ und wir haben den Staatstrojaner-Einsatz. Und ihr fangt irgendwann an, ihr politisiert euch, ihr geht auf Demonstration, ihr geht mal in Aktion. Und ja, dann ne, seid ihr bei Extinction Rebellion, bei Letzte Generation, bei Ende Gelände, lasst euch mal von einem Baumhaus räumen. Und an der Stelle seid ihr halt so im Bereich Nötigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, was halt eigentlich rechtlich total langweilig ist. Und an der Stelle kann es sein, dass ihr mal irgendwie eine Hausdurchsuchung bekommt oder halt
euch mal ein Handy beschlagnahmt wird. Wenn wir aber so Richtung TKÜ und Staatstrojaner schauen, dann haben wir halt laut StPO einen Vorwurf von einem 129er, also einer schweren Straftat. Und na, das ist jetzt alles meine Meinung. Da reden wir im Kontext der letzten Generation von Menschen, die irgendwie im Impressum stehen, auf den Bankkonten laufen, die Flughäfen blockiert haben oder auch Pipelines zugedreht haben. Ja? Berlin hat zum Beispiel gesagt, die haben das rechtlich geprüft und gesagt, in Berlin keine kriminelle Vereinigung, weil halt in Berlin nur Straßen blockiert wurden. Und in Berlin waren halt die meisten Aktionen. Und trotzdem hat Berlin gesagt, nee, irgendwie keine kriminelle Vereinigung. Ja, wenn ihr zur Vulkangruppe gehört und gerne mal was anzündet, auf jeden Fall für euch relevant. Oder irgendwie seid in Leipzig Antifa gut vernetzt und verprügelt gerne Nazis. Ja, auch dann solltet ihr euch mit der Telekommunikationsüberwachung beschäftigen. Das Gute ist, die TKÜ setzen sie halt 15.000 Mal im Jahr ein, aber die bringt ihnen halt nicht so viel, wenn wir halt Verschlüsselung einsetzen. Also wir nutzen Signal, dann bringt ihnen das nicht so viel. Dagegen haben wir halt den Staatstrojaner-Einsatz, Quellen-TKÜ, 50 Mal im Jahr, klappt halt 50 Mal, kostet ihnen halt richtig viel Geld. Und deswegen ist meine Meinung, das beschlagnahmte Smartphone hat für sie eigentlich den größten Nutzen, weil sie kriegen die meisten Handys auf und alles, was sie darauf finden, können sie nutzen. Mit der TKÜ kriegen sie gefühlt nicht viele Informationen und mit dem Staatstrojaner, also gerade Quellen-TKÜ ist halt laufende Telekommunikation und das ist halt deutlich weniger als das, was sie auf dem Smartphone finden. Und ihr könnt halt, wenn ihr zur Demo geht oder in Aktion geht, könnt ihr halt sagen, ich lasse mein Handy zu Hause. Aber wenn ihr halt ein Haus zu suchen habt, dann kriegen sie halt euer Handy. Und ja, so kommen so halt auch an Informationen. Genau, was Kosten angeht, haben wir bei der TKÜ halt quasi gar keine Kosten, weil sie einfach zum Provider gehen und sagen, wir hätten gerne diese Daten. Beim Staatstrojaner sind es richtig hohe Kosten. Beim beschlagnahmten Telefon ist es halt irgendwie Lizenzkosten für das Cellebrite, was nicht ganz klar ist, was es denen kostet, weil es halt geheim ist. Da sie jetzt auch Briefe verschicken und nach den Pins fragen, kostet das denen vielleicht auch Geld pro entsperrtes Gerät. Beschlagnahmte Telefone und TKÜ machen halt einzelne Abteilungen des LKAs. Staatstrojaner-Einsätze, darum kümmert sich meines Wissens nach das BKA. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, der ganze Vortrag beruht ja darauf, dass sich die Polizei an Gesetze hält. Und naja, wir wissen alle, dass die Polizei halt irgendwie scheiße ist und sich nicht an Gesetze hält. Meine Hoffnung liegt aber darin, dass ich sage, je mehr Hierarchie, Bürokratie, Abteilungen, Kosten, Gerichte einfach mit involviert sind, dass einfach diese Willkür nachlässt und dass irgendwann doch Einsicht einkehrt und sie checken, dass wir doch größere Probleme haben. Und dann halt, also ne, wieder Leipziger Kessel, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich nutze das Handy nicht mehr und wir haben halt irgendwie 400 Handys, die letztlich da zurückkommen. Gleichzeitig haben wir halt irgendwie 100 Anordnungen für Quellen-TKÜ, die es letztlich braucht, um wirklich da einen Staatstrojaner drauf zu spielen. Genau. Wenn ihr meint, ihr müsst regelmäßig Handys weglegen, dann schaut bitte auch, ob sie irgendwo Kameras oder GPS-Tracker hinterlegt haben. Eine Sache noch zu Ende Gelände, und zwar alles, was ich heute ja erzählt habe, betrifft ja die StPO, Strafprozessordnung. Das ist quasi, da sind Spielregeln für die Polizei, wenn sie halt ermittelt nach Straftaten. Und Ende Gelände ist jetzt ein Verdachtsfall, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, wir reden hier vom Geheimdienst, aber auch der darf nicht einfach alle überwachen. Und wir haben die G10-Kommission, die quasi das auch im Einzelfall sich anschaut und bestätigt. Genau, so viel dazu. Und muss ich mal schauen, wie viel Uhr wir haben. Okay, danke. Wir haben noch eine Viertelstunde. Naja, alles gut. Genau, wir sind auch schon am Ende. Ich habe ein bisschen weiterführendes Material für Menschen, die sich interessieren. Es
gibt eine Broschüre, Linke Politik verteidigen, ist 2018 rausgekommen. Da geht es um circa 10 Menschen aus Leipzig, die ein 129er-Verfahren hatten. Das Verfahren wurde eingestellt, aber die Menschen wurden jahrelang überwacht und das wurde dann irgendwann gesagt. Die hatten Akteneinsicht und haben halt einfach gesehen. Das war eine Zeit, wo man halt viel noch über Telefon gesprochen hat und da waren quasi richtig viele Informationen drin. Und am Ende haben sie diese Broschüre geschrieben und haben ähnlich wie ich so ein bisschen zusammengefasst, wie ist denn die Polizei vorgegangen, welche Sachen haben sie rausgefunden, was haben sie nicht so rausgefunden. Hat mich jetzt inspiriert für meinen Talk. Sind auch Interviews mit betroffenen Personen drin, kann ich sehr empfehlen. Gibt einen Vortrag über Funkzellenabfragen von Ulf Burmeier, der quasi Teil der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, der den Lage der Nation Podcast macht und er hat auch das Transparenzsystem in Berlin geschrieben, das jetzt abgeschafft wurde. Hätte ich auch gerne mal ein Update von. Wer mal über Ländergrenzen hinwegschauen möchte, dem empfehle ich vom letzten Kongress den Vortrag von ABC Belarus. Ich glaube, ABC Belarus ist so ein bisschen wie die Rote Hilfe in Deutschland und sie beschreiben, was sie selbst an Repressionen so erleben. Und um mal ein Beispiel zu nennen, Menschen werden da halt gefoltert, damit sie halt die Pins rausgeben. Also da ist nichts mit richterlicher Beschluss und Celebrite und Lizenz. Und naja, Menschen sind halt insoweit schon krass eingeschüchtert, dass sie dann halt freiwillig ihre Pin rausgeben. Und dementsprechend wird den Aktivisten dann empfohlen, wenn die Cops kommen, quasi das Handy auf den Boden zu schlagen, damit das Display kaputt ist, dass falls sie den Pin haben, sie nicht einfach das Handy auslesen können und dann quasi auch gar nicht erst fragen. Ein PDF, Maßnahmen gegen Observationen. Es gibt dann noch ein paar interne Dokumente, die über die Zeit so geleakt wurden, wie Gerichte und zum Beispiel auch der Datenschutzbeauftragte über diese Quellentürger spricht. Also dieser Datenschutzbeauftragte hat sich das mal angeguckt nach einem Jahr, ist die ganzen Verfahren durch, hat sich die Beschlüsse angeguckt, war das rechtmäßig, war das verhältnismäßig, hat sich die Software mal angeguckt, halt nicht den Quellcode, aber soweit es ging. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dass bevor es eine Quellen-TKÜ gibt, gibt es eigentlich immer eine normale TKÜ, um zum Beispiel zu schauen, wird da wirklich Signal drauf verwendet. Da wird wirklich dann mit dem BKA vorher gesprochen, ja, macht es Sinn, hier eine Quellen-TKÜ einzusetzen. Also da ist wirklich eine Menge Bürokratie auch im Hintergrund und es ist nicht so, dass da einfach mal jetzt ein Staatstrainer eingesetzt wird. Ja, und damit bin ich fertig.